Willkommen zurück zu The Evil Within The Executioner. Weiter geht's hier. Wir sind in einem Kellerkomplex hier in dem alten Haus und haben neue Korridore gefunden, neue Möglichkeiten, neue Kisten, in denen leider nichts drin ist. Aber hey, macht doch nichts. Hier ist wahrscheinlich unser nächstes Ziel. Das Ziel werden wir uns natürlich erst zu Gemüte führen, wenn wir die Mobius-Akte dahin gelesen haben, damit wir überhaupt wissen, um wen es geht. Aber ich würde vorschlagen, wir versuchen erstmal wieder eine Runde zu leveln, denn da ist wieder so ein optionales Portal. Und mindestens einmal würde ich die schon gerne versuchen. Das erste Mal hat ja ganz gut geklappt. Mal schauen, wie das hier so drauf ist. Okay, das sieht ganz schön gemeingefährlich aus, das Teil in der Mitte. Ich könnte wieder Stühle nehmen. Das ist ja auch sowas von wichtig. Und das sind Augen. Augen, jede Menge Augen. Und natürlich sind die Gegner, die jetzt kommen, gemeiner. Wobei der hier, der war ja jetzt gerade mal ein Witz. Das finde ich ja sehr schön. Aber muss ja noch nichts heißen. Interessant, interessant, was das da für eine Maschine ist. Da könnte ich mir schöne Finisher vorstellen. Mal gucken, ob ich da eine reinkriege. Ah, shit, falsche Taste gedrückt. Wird natürlich sofort bestraft. So, guck mal, jetzt da. Na, schade, er will es lieber matschen. Das gibt doch Flecken am Fuß, Mensch. Denk doch mal drüber nach. Am Schuh meine ich natürlich. So, wieder gleich so ein Dicker. Bist du wieder so ein Jammerlappen? Ja! Was ist denn mit den Dicken los? Vielleicht haben die eine Schwäche gegen meinen Hammer. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. So, wer säuselt mir da so liebevoll ins Ohr? Es sind die Ladies natürlich, wer sonst? So, Mädel. Buscha! Okay, bis jetzt noch ganz einfach gehalten, aber das wird bestimmt noch schlimmer, diese Wellen. Ich würde gerne die Apparate irgendwie in meinen Kampf hier integrieren, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das mache. Deswegen, ja, mache ich es eben auf die altbekannte Art und Weise. Wo ist denn der Idiot? Ich habe doch gerade... Da. Ah, du hast doch jetzt... Jetzt kann ich Finish machen. Ich will Finish machen. Ist ein bisschen viel auf einmal, aber wir werden der Sache schon mächtig irgendwie. Komm, komm, der Nächste... So, noch einer, der eventuell... Hi. Okay, läuft. In solchen kleinen, optionalen Szenarios gibt es bestimmt keine Heilung. Da brauche ich mir keine Hoffnung zu machen. Da heißt es einfach nur überleben. Kommt halt jetzt drauf an, wie viele... Wellen da jetzt noch so kommen werden. Das weiß ich halt nicht. Hi. Bisher hält sich das alles in einem sehr schaffbaren Niveau. Selbst diese Dicken sind erschreckend einfach. Das liegt vielleicht daran, dass wir unseren Hammer so schön geskillt haben. Oder sie sind generell einfach eine Lusche. Schaut euch zum Beispiel mal die Frau an, was die alles jetzt ausgehalten hat. Die war hartnäckig. Das war mal ein Gegner. Naja, okay, weiter geht's. Also richtig Spaß macht das halt aber auch da auf Dauer auch, muss man leider sagen, ne? Also es ist halt nichts Besonderes, was wir hier machen. Oh Mist, jetzt hat er mich mal. Das ist natürlich die große Gefahr, wenn der Typ einen hat und er zieht auch ordentlich Energie ab. Soweit darf man es halt nicht kommen lassen. Diesmal ist er, er scheint meine Kritik anscheinend sehr ernst zu nehmen. Das, okay, jetzt haben wir ihn. Vielleicht ist es einfach nur wichtig, wo man ihn trifft. Und ich hatte ihn die ganze Zeit sehr glücklich getroffen. Ich weiß es nicht. So. Komm schon. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen anspruchsvoller hier. Jetzt wird es langsam eng. Was ist mit dir? Du hattest doch schon geschwankt. Jetzt nimmer. Ja? Jetzt hast du keine Lust mehr zum Schwanken. Dann schwanke ich dich eben so. Au! Was zum Teufel war das? Was war das? Ich bin mir nicht sicher. Wer das getan hat. Irgendjemand hat mich umgeschmissen. Das hatte bisher nur dieser 10 geschafft. Dieser Riesengolem-Typi. Aber der ist ja nicht hier. Seltsam. Ich muss irgendwie hingefallen sein. Oder ich bin unglücklich irgendwo hingelatscht. Ich weiß es nicht. Na egal. Warum hat er so ein Tresorzeichen über seinem Kopf? Egal, er ist tot. Ja, bringt mir Münzen. Vielleicht ein bisschen mehr wie... Nö, 10 ist nicht viel. Das war's. Wir haben es geschafft. Okay. Ja. Hm.
überflüssig, muss ich fast sagen. Also zum Thema wir leveln, wie viel haben wir jetzt? 85? Ist jetzt auch nicht die Welt. Dann war dieses Symbol wohl nur das Symbol nach dem Motto, ich bin der Letzte. Na gut, okay. Nee, komm, dann nehmen wir noch alles mit, was geht, bevor wir nochmal zurückgehen und speichern. Vielleicht ist ja auch da drin wieder ein Speicherpunkt oder ein Skill-Dingens, wer weiß. Vielleicht muss ich ja gar nicht. Moment mal, ich kann gar nicht zurücklaufen. Was rede ich denn da? Wir sind doch irgendwie hier eingebrochen. Wir können gar nicht zurück. Stimmt. Oh, das ist natürlich blöd. Ich würde doch gern speichern und sowas. Naja, mal schauen. Erstmal die Mobius-Direktive 05 lesen. Eliminieren Sie Testsubjekt CB205 Soldat. Wie beim Tod von CB204 hat sich der Gedächtnisverlust Ihrer Tochter verlangsamt. Allerdings ist der Verfall aller anderen Subjekte noch weiter fortgeschrittener als zuvor. Es sind weitere Untersuchungen erforderlich. Zeitgleich mit diesem Ereignis hat sich ein Zugang im Herzen des Anwesens geöffnet. Wir haben darüber hinaus Subjekt CB205, einen ehemaligen Soldaten, lokalisiert. CB205 muss eliminiert werden. Die Eliminierung der übrigen Testsubjekte führt dazu, dass nur noch das Mädchen über Erinnerungen verfügt. Allerdings besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Erinnerungen nicht mehr intakt sind. Wir könnten jetzt die ungefähren Aufenthaltsorte der übrigen Subjekte bestimmen, aber die Verschlechterung des Zustands ihrer Erinnerungen deutet darauf hin, dass sie mittlerweile vollständig unter der Kontrolle des Stems stehen. Ergänze Information. Das Auftauchen des neuen Ortes im Inneren des Anwesens lässt auf eine Verbindung zur Ruvik-Entität schließen und ist möglicherweise ein Überbleibsel seiner Präsenz. Es ist nicht bekannt, ob ein Teil seines Bewusstseins im Stem konserviert wurde. Allerdings befindet sich das Mädchen nun auf direktem Wege in einen Bereich, den wir nicht überwachen können. Dafür könnte der Einfluss der Ruvik-Entität verantwortlich sein. So. Abgleich der Akten über den Fall Ruvik sowie Ziele von Testsubjekten, die sich von ihren jeweiligen Transkriptionen unterscheiden. Na, bestens, Mädchen. Ich muss erst den Soldat killen. Du bist zu früh. Kontrollpunkt. Finde die Tür von CP205. Was war das für eine Tür? Die hat ja gar keine Nummer. Okay, da gehen wir mal da rein. Yay, das ist mein neuer Speicherraum, alles Coolraum. Ach, so ist das. Ja, wunderbar, wunderbar, finde ich super. Hört ja, gleich noch rein da mit uns. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, ob ich jetzt nicht mehr speichern kann, aber somit hat sich das ja jetzt alles. Ja, was sind das für Schritte? Hört ihr das? Ach, das kommt aus dem Tresor, oder? Der bewegt sich ja immer so eklig. Ach, voll erschrocken, ey. So, Tagebuch der Tochter 9. Die Witwe war auch immer ungesprächiger. Ich weiß, dass ich schon viele unheimliche Dinge gesehen haben muss, aber ich kann mich nicht an sie erinnern und darum habe ich keine Angst. Ja, der Verfall, die Erinnerungen, die ja immer weniger werden, außer bei dem Mädchen, aber gut, auch bei ihr scheint das so ein gewisser Prozess zu sein. Ich gehe jetzt nochmal kurz raus. Ich habe nämlich da hinten noch eine Heilung liegen gesehen. Irgendwo da. Nee, noch weiter zurück. Vielleicht habe ich die auch genommen, kann das sein? Nee, so weit zurück war die nicht. Ich meine, die lag da. Das ist aber blöd, so halbtot in den nächsten Raum. Aber gut, vielleicht kommt da ja nochmal eine Heilung. Könnte ja sein. Ja gut, dann ist das eben so. Dann akzeptiere ich jetzt. Vielleicht durch Skillen, vielleicht wird es dann wieder voll. War schon mal der Fall. Aber wahrscheinlich nur, wenn ich Lebensanzeige hochmache, ne? Naja, mal schauen. Mit 85, ich kann meinen Hammer ja immer noch nicht aufwerten, leider. Das ist schade. Ich warte noch darauf. Es ist auch nur noch ein Fragezeichen da, wenn ich es richtig sehe. Ja, wir kommen dem Spiel immer. Ne, es sind noch. Oh, okay. Es sind noch drei Fragezeichen da. Okay. Habe ich falsch geguckt. Sogar vier. Okay, dann müssten wir noch einiges finden eigentlich. Mal sehen. Die Verteidigung, die kann ich schon auf das Maximum bringen. Ist auch relativ preiswert, muss man sagen. 40 Münzen. Schöne Sache. Die Heilung mache ich jetzt auch einmal hoch. Dann ist die nämlich definitiv auch voll geheilt. So, besser kann man sich nicht vorbereiten, glaube ich. Und speichern natürlich. Okay. Mal gucken, was jetzt kommt. Ja, wir wissen es ja eigentlich schon. Ein Soldat. Klingt öde. Aber was tut man nicht alles fürs Töchterlein?
damit es wenigstens... dass wenigstens dieses Geschöpf ihre Menschlichkeit behalten kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Spiel nicht gut enden wird. Also auch wenn wir uns hier so bemühen, und ich glaube nicht, dass es hier ein Happy End geben wird. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Aber na gut, jetzt erstmal hier umschauen. Da ist schon wieder was für mich da hinten links. Alles klar, dann gehe ich da mal als erstes hin. Gegner scheint es hier ja nicht zu geben, aber ich höre irgendeine Maschine. Ja gut. Erstmal mein Brief, bitte. Tagebuch der Tochter 10. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Namen meiner Eltern fallen mir nicht mehr ein. Das passiert mir jetzt schon zum 5. Mal. Ich kann einfach nicht fassen, dass ich so etwas vergesse. Ich sollte sie mir auf meinen Arm tätowieren oder so. Tja. Auch sie wird alles Menschliche verlieren und vergessen. Und dann... ja, was machen wir dann? Ne? Wofür kämpfen wir überhaupt? Ach Gott, diese Maschine mit dem Heizofen oder was das ist, das kenne ich noch vom Grundspiel. Das kann ja lustig werden. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen konfus, ja. Das Spiel schafft es immer wieder, mich konfus zu machen. Was, bin ich von hierher gekommen? Ja, ne? Ja, von da bin ich gekommen, alles klar. Da bin ich dann rein, genau, da war es sonst nichts mehr. Okay, ich bin wieder auf dem Dampfer. Beziehungsweise hier geht's schon weiter, da gucken wir mal. Okay, jetzt nichts zu sehen. Dann schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Schöne Blutpfütze mal wieder, alles wunderbar hier. So ist man es doch gewohnt. Ich glaube, wenn Evil Within durch ist, dann ist das echt mal angenehm, erstmal kein Blut mehr zu sehen, zumindest in dieser Menge. Komm her. Ach, es ist gar nicht so einfach, die Viecher zu kriegen. Ich weiß zwar noch nicht, es ist ja momentan, läuft ein Vote, werte Freunde. Ihr könnt darüber hinaus voten, was wir spielen, wenn dieses Spiel hier fertig ist. Ich bin gespannt, welches es denn nun wird. Der Vote läuft noch bis, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich bis morgen oder so. Ja, bis Donnerstag, 18 Uhr. Es ist teilweise ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Okay, also hier kann ich ja gefahrenlos erstmal durch. Die... hä? So lag da jetzt Münze. Okay, egal. Dann gehe ich mal dahin. Und da werde ich wohl durchrennen müssen, hä? Ja, da muss ich durchrennen. Am besten auf einen Schlag. Durch, 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 durch! Nein. Ich hätte nicht durchrennen sollen. Lebe ich noch? Nee, ich bin tot. Okay. Unser erster Tod im Haus. Aber das hat keine Konsequenzen, wie man sieht. Ich darf hier anfangen. Das ist sehr nett. Da frage ich mich jetzt nur... ah ne, ich war ja erst da drin, dann habe ich geskillt, dann habe ich gespeichert. Gut, dann habe ich auch nichts verloren. Puh, mir doch wurscht. Mal gucken, ob das Tagebuch gespeichert wurde. Ja, selbst das wurde gespeichert, also habe ich gar nichts verloren. Wunderbar. Dann sind wir schon wieder hier. Also machen wir es nicht auf einen Stoß. Das haben wir nun gelernt. Ich will gar nicht wissen, wie brudend heiß es hier drin sein muss. So, jetzt gucke ich mir das nochmal an. Ja, da ist ein Zwischenraum, ne? Da, ich hoffe es zumindest. Ja, das ist eigentlich total einfach. Ich Idiot will das auf einen Schlag machen. Wie dämlich. So. Ah. Ich hoffe, hier ist wieder ein bisschen kühler. Aber ich glaube, die Spielerei geht weiter. Ich kann die Maschine nicht ausmachen, ne? Das wäre zu einfach. Nee, ich muss da durch die Hölle. Und da hinten ist sie. Die Stelle habe ich im Grundspiel nicht gemocht. Ich erinnere mich, die Maschinen waren anfangs noch alle aus. Und dann mussten wir sie anmachen, den Strom anschließen. Und dann ging hier die Party los. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ihr bestimmt auch. Aber das hier darf ich jetzt schon ausmachen. Ja, immerhin. Bleibt das auch aus? Oder denkt es sich doch, komm, ich habe doch nochmal Lust auf eine Runde. Das scheint auszubleiben, okay. Oh, oh. Kommen die raus? Nein. Ja, da hat sie mir wieder ein Tagebuch hingelegt. Aber ich glaube, das kriege ich erst von der anderen Seite. Das wollte ich jetzt nicht tun. Genau, ich wollte das hier tun. Da liegt noch sowas. Aber ich glaube, ich bin voll mit dem Zeug, ja.
benutze das einfach zu selten. Aber wenigstens weiß ich, wo ich hin muss. Oh Mann, das ist alles so tödlich hier. Aber Schalter sind jetzt meine Freunde geworden, offiziell. Genau. Macht mal Pause. Und lasst mich Tagebuch lesen. Letzten Erinnerungsfragmente meiner Tochter. Komme ich daran, ohne aufgespießt zu werden? Das wäre sehr schön. Danke. Tagebuch der Tochter 11. Hey Doktor, erinnern Sie sich an meinen Vater? Es ist nicht schön, den geistigen Zerfall seiner Tochter zu beobachten. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und hier haben wir unsere neue Kammer. Wir könnten nochmal skillen, aber mit 20 lohnt sich das nicht. Also rein da. Okay, gucken wir uns erstmal wieder die Skizzen an unseres Soldaten. Was ist das für eine Waffe? Bitte sag mir nicht, dass das ein Granatenwerfer ist oder ein Raketenwerfer. Aber es sieht verdammt danach aus. Boom, boom. Okay, boom, bomb, bomb. Okay, vielleicht arbeitet er mit Bomben. Und so ein Mist. Das könnte natürlich auch etwas sein, was ich von ihm dann bekommen könnte. Als neues Item im Shop. Senkgeist. Senkgeist, Senkgeist, they are going. Das sind Zähne, okay. Hier, hier, remember, Schaufel tot. Alles nicht gerade beruhigen. Das wird bestimmt ein harter Kampf. Ja gut, aber einen Versuch können wir ruhig noch starten, also los. Transkription Subjekt CB205. Transkription Subjekt CB205, Soldat. Hier ist es wie im Traum. Okay, Zeit ins Text. Lese ich jetzt einfach mal. Ich werde hier irgendwo nicht müde. Ich könnte immer weiterkämpfen. Diese grunzenden Dinger sind dumm, aber sie geben nicht auf. Wenn ich sie beherrschen könnte. Diese wandelnden Toten machen mich langsam krank. Ich mache einen nach dem anderen Blatt, aber es kommen immer mehr. Irgendjemand beobachtet mich. Du wirst mich nicht kriegen. Ich kann hier tun, was ich will. Ich bin ein raketenschleudender Irrer. Oh Gott, das kann ja was werden. Kommt schon, ihr Arschlöcher. Ich scheiße euch mit Kugeln und Raketen zu. Mir ist, als hätte ich einen Eiszapfen im Kopf. Sie versuchen, meine Gedanken zu kontrollieren. Ich bin keiner von euch. Ihr werdet mich niemals kriegen. Uah! Oh yeah. Eliminiere den Panzerfaust-Sadisten. Das klingt schon so böse. Okay, rein da. Panzerfaust-Sadist. Panzerfaust-Sadist. Und ich... Ah, wieder hier. Okay, ich renn schon mal hoch. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass das ist die gleiche Location ist wie die von Joseph. Wenn auch hier ein bisschen abgeändert. So, ich werde jetzt einfach versuchen, in Bewegung zu bleiben. Das hat ja wunderbar geklappt. Hat aber jetzt nicht so viel Schaden gemacht, immerhin. Da muss man sich ein bisschen auf die Geräusche verlassen, wann er gerade abgefeuert hat. Da liegt eine Heilung, das ist schon mal gut. Gott, ist der schnell. Kann ich dich damit aufhalten? Oh! Ist dir scheißegal, wenn du da auch getroffen wirst, was? Ist dir scheißegal, Kamerad? Oh Gott, das kann ja was werden. Erstmal da hinten vielleicht auch manchmal ein bisschen in Deckung gehen. Oh, nee. Aber gut, wir wissen ja, die Kleinen geben eventuell ja auch mal Heilung. Das ist jetzt nicht so zu verteufeln. Panzerfaust-Sadist, okay. Er kriegt wenigstens schon mal Schaden. Jetzt steht er wieder da oben. Ich muss definitiv in Bewegung bleiben. Und... Bams. Da habe ich ihm nochmal eins abgewürgt. Oh, bleib doch mal stehen, Mann. Oh! er hört sogar noch auf mich. Dieses Ass. Nein, 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 nein. Ich versuche ja... Vielleicht sollte ich mal ein Dings schmeißen. Oh nein, 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 nein! Hey, das war eigentlich nicht getroffen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Hopp, 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 hopp. Steh auf. Mach ihn fertig, mach ihn fertig, mach ihn fertig. Oh, oh. Er kann ja auch zuschlagen. Interessant. Okay, ich werde jetzt mal sowas hier schmeißen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ja, wenn du da stehen bleibst, Freund, dann... Oh nein! Oh, aber ich habe ihn auch ordentlich getroffen. Aber sehr ordentlich. Ich würde gerne nochmal. Und weg. Der will nämlich... Schade, das war jetzt nicht so ein Volltreffer wie vorhin. Okay, wo war die Heilung? Die war doch da oben gelegen. Shit, da muss ich auch nochmal hoch. Beziehungsweise die Kleinen machen. Mit Hoffnung auf...
Oh nein. Da, ist das die Heilung? Ich hoffe doch. Und dann machen wir ihn hoffentlich fertig. Das wäre geil, den in First 3 zu besiegen. Oh! Aber nicht getroffen. Jetzt bin ich dran. Hopp, weiter. Schieß doch. Okay, das war nicht schlecht. Nein, jetzt schmeißen die Idioten mich um. Oder war er das? Bin mir nicht sicher. Okay, direktes Nachlaufen hat sich als nicht gut bewährt. Ich sollte das eigentlich nicht tun, was ich gerade mache. Oh ey, wie aber auch gleich 2, 3 auf einmal abfeuert. Und dann links und rechts eine von mir, aber irgendwie hat er mich trotzdem gerade schlecht getroffen. Schade, dass ich nicht mehr von diesen Flammenteilen habe. Die waren echt wirkungsvoll. Hab schon. Schön am Kopf. Ja, das war schön. Hat er gerade eine Kettensäge. Oh mein Gott, er hat eine Kettensäge, der Idiot. Aber egal. Ich will den jetzt fertig machen. Ich will ihn fertig machen. Scheiße, jetzt habe ich ihn verloren. Wo ist er? Da. Komm, drauf. Derbs, ich schaff den. Ich schaff den beim First Try. Komm. Nein, 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 um Gottes Willen. Wo ist er jetzt? Bams. Nein, er lebt noch. Yes. Wie geil, Leute. Woo. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Wow. Ja, der Raketenwerfer ist jetzt im Laden zum Kauf verfügbar. Und den werde ich mir holen. Weil das ist unsere erste richtige und ordentliche Fernkampfwaffe. Den hole ich mir. Finden Sie eine Mobius-Akte? Ja, mal wieder. Aber das Einzige, was ich jetzt erstmal finde, ist ein Speicherpunkt. Und dann, ich darf doch zurück, oder? Ach, ich bin wieder in dem Raum hier. Ja, prima, dann kann ich hier auch gleich speichern. Bestens, dann können wir auch gleich mal gucken. Wir haben ja jetzt wieder 100 Tresorpunkte. Und davon könnten wir eventuell den Raketenwerfer kaufen. Mal gucken. Ja, der kostet 80. 2 Munition, das ist mir wert jetzt. Den kaufe ich mir. Ich habe dafür auf die, ne, auf die Kettensäge verzichtet und so weiter und so fort. Das Ding ist es mir mal wert. Munition haben wir 2. Wunderbar. Erhöht die Menge der Raketen, die mitgeführt werden kann. Nee, das brauche ich nicht. Eventuell werde ich aber Munition dafür brauchen. Aber 2 sind jetzt erstmal drin. Das sollte reichen. Jo, bestens. Ich werde hier auch wieder welche nachkaufen. Und jetzt bin ich arm. Wunderbar. Das hat sich doch gelohnt. Freunde, ein bisschen überzogen, aber hat Spaß gemacht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, Let's Play The Evil Within The Executioner.